Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Angezockts zu Overwatch. Immer noch Open Beta und wir starten direkt wieder, ja, ins Geschnetzel-Massaker. Wilde Schießereien. In der letzten Folge waren wir gar nicht mal so Sie betreten schlecht. jetzt Hanamura. Ich hoffe, das können wir so ein bisschen weiterziehen, das Ganze. Anscheinend bin ich wieder in der gleichen Gruppe. Nein, sind wir nicht. Keine Konstrukteure, okay, dann spielen wir doch mal Torbjörn. Was sind wir? Wir sind Verteidiger. Was man Das ist sehr zusammenbauen schön. kann man auch zerlegen. Das ist sehr schön. Muss ich erstmal gucken, wie hier alles funktioniert. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gespielt, den lieben Torbjörn. Aber ich denke, das Match wird gar nicht mal so lange dauern. Denn wir sind reingeladen worden in ein Match und. Und das wird, glaube ich, ja, komisch. Ich brauche Rüstung. So, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht hier. Aber ich bin natürlich Unterstützer inzwischen. Oh, da ist ein. Was man das? Keine Ahnung, der ist abgesegelt. Der ist abgesegelt. So, sehr schön. Ich habe große Pläne mit dir. Aufbauen, aufbauen. Ich hoffe, das funktioniert schon. Jawohl! Was denn das hier? Ja, kleines Problem ist, wir müssen uns hier auch Bauteile zusammensuchen. Oh, da oben ist eine Diva. Wir müssen uns Bauteile zusammensuchen, um unseren kleinen Geschützkumpel hier auch am Leben zu erhalten. Noch 60 Sekunden. Natürlich, die Diva da oben, die ist, naja, sagen wir nicht schwach, aber sie ist für den Einsatzzweck eigentlich gar nicht gedacht. Sie ist ein Tank, macht relativ gut Schaden, aber eben nur auf relativ kurze Entfernung. Habe ich nämlich auch schon ein bisschen gezockt, finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Ja, 30 Sekunden, dann haben wir das Match auch schon gewonnen. Ist ein bisschen unfair, aber. Na. Oh, da hinten jagt sie sich selbst in die Luft. Wow, die Sau. Jawohl, da haben wir auch schon den Sieg eingefahren. Sehr nice. Jawohl. Oh Mist, da fällt mir ein. Ich kann gar nicht wie bei Steam schöne Screenshots direkt machen. So, da steigt dann mitten im Spiel ein und ist sogar noch Highlight des Spiels. Ja, wir sind mal eigennützig. Komm, epische Wertung. Ah, ihr Rotzlöffel. Leider nein. Naja, was soll's. Und Level 5? Nein. Ha, ein paar Punktchen brauchen wir noch. Schon geht's gleich ins nächste Match. Match war gut. Kann man da bewerten? Ah, so. So läuft der Hase. Und finde ich faszinierend, dass mir das Spiel eigentlich gefällt. Ich habe schon lang keine, ja, sagen wir mal, Ego-Shooter, Team-Shooter mehr gespielt. Ja, früher gute alte Zeiten. Counter-Strike, Battlefield 1942. Wir spielen dieses Mal Junkrat. Ein kleiner verrückter Psycho.
Gucken wir mal, was wir mit dem reißen. Hat einen kleinen Granatenwerfer. Scheint ganz lustig zu sein. Ja, aber wie gesagt, früher halt so die guten alten Shooter Counter-Strike, Battlefield 1942 damals. Ja, ich habe auch mit dem allerersten angefangen. Bin ja nicht mehr ganz der Jüngste. Aber Overwatch gefällt mir. Also ich bin ein absoluter Call of Duty Feind, muss ich sagen. Und wenn, dann Battlefield, aber... Oh. Ja, genau. Erstmal ein bisschen randalieren hier. Haha. Oh. So, da geht's auch schon los. Ja, und hier sehen wir halt jetzt, hier haben wir als Problem, dass wir nicht laufen können, sondern wir haben halt dieses Mal diese Minen. Ist vielleicht ganz lustig. Mist, hätte ich eigentlich eher als Verteidiger nehmen müssen. Ja, passt doch schon mal. Jawohl, zack, da haben wir noch mitgenommen. Und darum, da fliegt die Mumpel auch schon rein. Aha, Junkrat, sehr nice, Junge. Ich weiß leider noch nicht, was er als Ulti hat. Aber er ist halt ein bisschen anders vom Spielen her. Jawoll! Okay, Mist, ich müsste eigentlich einen Helden wechseln. Ah, wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen diesmal Lady. Weiß ich zwar auch nicht, wie man spielt. Okay. Können wir schon wieder aufsteigen? Nein! Mist! Da haben wir einen nicht schlechten, wie heißt er gleich wieder? Siegfried? Nee, halt hier den dicken Tank. Der dicke Tank. Der ist wirklich sehr, sehr nice, was wir hier in der Gruppe haben. Aber ich kann fliegen. Ja, naja. Ich glaube, wir sollten lieber was Handfestes wieder nehmen hier. Ja. Nehmen wir mal den kleinen Soldier wieder. Och nö. Tja, das war dann wohl mal nix. Neue Runde, neues Glück. Was haben wir hier sonst noch? Ah, wir spielen mal McCree. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags. Ja, genau. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2. Hoffen wir, dass wir da mal was damit reißen. Ich laufe hier einfach mal mit Kuppel Feathers. Und erstmal gucken, was ich hier überhaupt für tolle Angriffe überhaupt habe. Hey,
Okay, gefällt mir. Eigentum von Roadhog. Jawohl, ja. Okay, heißt verteidigen. So, wer will hier rein? Niemand kommt hier rein. Ja, McCree ist halt ein bisschen... bisschen schwieriger, weil er relativ... Ja, er schießt halt nur einzeln. Aber dafür hat er halt auch dementsprechend Bums. So, wie sieht's aus mit euch? Lappen. Ja, man kann natürlich denen auch ein bisschen Druck noch drauf geben, indem man hier ein bisschen angreift. Aber... die Stunde hat geschlagen. Fuck, 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 fuck. Nein! Erschlagen. Erschlagen im Nahkampf. Ja, ich wusste jetzt gerade gar nicht, was die Ulti von ihm ist. Schlechterweise. Wir haben noch eine Rechnung offen. Schlechterweise. Was habe ich überhaupt? Ich habe hier eine Blendgranate, glaube ich sogar noch. Haltet sie in Schach! Ja, wird schon werden, wird schon werden. Wir haben jetzt 78%. 100% braucht man insgesamt. Na komm, die wollte ich doch noch schnappen hier. Die heilende Ruhe. Okay, Runde 3. Dann könnten wir mal wieder einen Helden wechseln, damit ihr ein bisschen was seht. Wir nehmen diesmal, wo ist er denn? Wie, Hanzo ist ein Defensiv? Okay. Bien reçu, verstanden. Roadhog auch? Nee. Wir nehmen mal eine Diva. Die kann man nämlich auch schön hier den Kampfroboter in die Luft jagen, wenn es ist. Und somit auch das komplette Vorfeld räumen. Und ist sogar relativ flott hier mit Nice Backpack. Komm, du Lappen! Ja, jetzt haben wir halt keinen, nein! Keinen Anzug mehr und schon sind wir platt. Reinhard heißt er, glaube ich. Also, der Charakter. Aber, ich denke mal nicht schlecht, also hier für... dass wir eigentlich gar keinen Anzug mehr hatten. Oh. Voll von der Ulti getroffen. Voll von der Ulti getroffen. Okay, das ist nix. Junkrat. Nehmen wir nochmal Junkrat. Und hier seht ihr meinen kleinen Kampfroboter, aber hier den lieben Hanzo. Oder Hanzo. Ja, die drücken uns ganz schön auf die Tube hier. Was eigentlich hier ein bisschen verpönt ist, möchte ich mal sagen, Basecamper zu sein. Heute wird Angriff! Angriff!
Ja. Nee, die Gegner sind nicht schlecht und wir losen die dritte Runde aber mal sowas von. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind wir schön gebrutzelt worden. Ja. Oh, oh, oh. Absolut grottenschlechte Runde. Ja, das passiert. Highlight des Spiels. Ja, muss ich irgendwie sagen, ein paar Maps habe ich inzwischen schon und Bastion ist relativ oft als Highlight des Spiels, weil er als verteidigendes Geschütz hat schon ordentlich Power. Und wir sind leider nicht vorne drinnen. Ja, weil wir sind einfach so schlecht. Unser Schweinchen. Jawohl, dann kriegt unser Schweinchen hier ein episch Ranking. Man merkt, es ist noch ein bisschen... Ja, ein bisschen Übung vonnöten, möchte ich mal sagen. Okay, ja. Aber, ich glaube, man kommt ziemlich gut rein. Okay, was wie? El Dorado. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Angriff. Okay, Angriff. Ich könnte eigentlich auch mal wieder Heal spielen. Okay. Okay, das ist vielleicht. Okay, dann nehmen wir... Wen nehmen wir denn? Reaper. Reaper kenne ich mich ganz schlecht aus. Was wenig Teamschaden, ja. Leute, was los? Heute sind wir alle Soldaten. Ach, wir haben Begleit? Okay. Begleitung. Ultimate Blade auf. Gib alles. Hey. Lasst uns raus, wir wollen kämpfen. Biskup, privat. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ja, auch sehr nice. Was haben wir eigentlich alles? Was haben wir alles in der Kopie? Okay, wir haben noch einen. Haben wir jetzt echt keinen Unterstützer dabei? Da ist gleich ein Bastion, der wird sich gleich mal als Tower aufstellen. Schätze ich mal ganz schwer, oder es war einfach nur mal ein Hallo, hier bin ich. Doch, da hinten steht er schon. 5, 4, 3, 2, 1. Beginnt. Eskortieren Sie die Wand zu Ihrem Ziel. Okay, jetzt werden wir natürlich flankiert. Na, komm raus, du Stinky, du. Die wird sich jetzt natürlich rar machen. Ich glaube, ich sollte nicht so viel überlegen. Hier, lieber ein bisschen ballern und so. Ach, genau. Wow, wo ist was? Okay, alles easy. Alles easy. Oh, 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 oh. Oh, das war jetzt dämlich. Hat er mich schön ins Eck gedrängt. Hier geblieben.
So. Zack, hätten wir das auch hier erledigt. So, das sieht ja gerade gar nicht mal schlecht aus. So, wo haben wir denn... Ach, okay. Hat gerade ein Ulti? Ja, guck mal doch mal. In die Kirche. Oh, sauber vom Sniper erwischt. Ja, okay. Okay. Da sterbe ich auch mal gern. Bis der Job erledigt ist. Haben wir da immer noch eine Sniper Lady drum oder wie sieht's aus? Doch, doch. Ach man, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, den kann man so schön hier mit dem Soldier rausholen. Schön Raketenwerfer hoch. Noch bin ich nicht tot. Ja, noch bin ich nicht tot, genau. Ich hab dich im Visier. Kommt her und lasst euch stabilisieren. Ich wollte. Och nee, jetzt hat er hier auch noch sein Ulti. Kleine Problem, der kleine Rotzlöffel kann sich auch selbst reparieren. Also er kann rumlaufen, kann sich zu einem kleinen Geschützturm machen, kann sich selbst reparieren und bei Ulti kann es sich in einen kleinen fahrenden Panzer verwandeln. Also jetzt stecken wir gerade fest hier. So. Back in action. Oh Mann, hier, wo ist meine Rakete? No! Lasst mich raus, lasst mich raus, wir haben nur noch 3 Minuten Zeit. Da hat es sich gerecht, da hat sich der Bestien gerecht. Los, bringt die Fracht in Gang! Aber als Angreifer ist einfach schlimm. Man stirbt viel zu oft. Haben wir die eigentlich? Zacki, zacki, und schon sind wir wieder voll im Geschäft. Ich hab dich im Visier. Oh. Ich hab dich im Visier. Ach komm schon. Von der Mine. Die Mission nicht vorbei. Ja, die Mission ist noch länger nicht vorbei, wenn wir hier so doof rum. Ja. Ich weiß nicht, wir kommen da gerade nicht durch. Das ist so ein. Ja, wir stecken hier gerade im Schlamassel. Nee, nein, schon wieder der Panzer.
So, jetzt aber. Wir sind direkt vor Ende und wir schaffen es einfach nicht, hier durchzukommen. Warum halten wir? Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also so schlecht sind wir jetzt auch wieder nicht. Sekunden. Das schaffen wir nicht mehr. Wir losen ab. Angriff! Dass so weitergeht, verlieren wir. Angriff! Das losen wir mal voll ab. 3,22 Meter. Hey, das kann es ja wirklich nicht sein. Noch 10 Sekunden. No. Okay, man kann nicht immer alles haben. Highlight des Spiels. Ja, wieder diese Bestien. Als Verteidiger hat man es doch besser. Alter, der zieht aber auch rein hier. Jawohl, links ein Killstreak. Ich war besser. Ja, geblockter Schaden. Ja, ist jetzt auch nicht schlecht, aber. Sehr nice. Okay, in diesem Sinne, das war die zweite Folge von Overwatch. Vom Angezockt. Wird vorerst auch, ja, die letzte bleiben, denn die Open Beta ist jetzt wieder zu. Ihr könnt aber gern eure Meinung als Kommentar unter das Video schreiben, ob ihr vielleicht davon mehr sehen wollt, wie euch das Spiel gefällt. Eventuell, wenn das Spiel rauskommt, gibt es davon mehr zu sehen. Möglicherweise dann auch als Livestream eher. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in einem anderen Let's Play und hier eventuell bei Overwatch demnächst wieder. Ciao, macht's gut!